Bei der größten Leistungsschau der Region haben am Wochenende rund um die Aschinger Halle etwa 80 Aussteller ihre Waren und Dienstleistungen präsentiert. Eingeladen hatte der örtliche Gewerbeverein gemeinsam mit dessen Pendants aus Körnbach, Sternenfels und Sulzfeld. Tausende Besucher flanierten an beiden Tagen über das Messegelände, was ganz nach dem Geschmack der Organisatoren war. Auf rund 1800 Quadratmeter präsentieren sich fast 80 Aussteller aus Handwerk, Dienstleistung und Handel. Sinn der Regioschau ist es, die Leistungsstärke der regionalen Betriebe vorzustellen. Wir freuen uns über den bisherigen Erfolg der Regioschau Kraichgau, sowohl bei den Zuschauern als auch bei den Ausstellern. Letztere freuten sich über die dank stets strahlenden Sonnenscheins überwältigende Publikumsresonanz. Wir sind bisher immer toll über die Winter gekommen und können die Saison voll ausschöpfen, sind toll mit Aufträgen und haben wunderbare Kunden auch schon kennengelernt, sind in unserem Element und freuen uns über unseren schönen Beruf und dass wir ihn denn heute auch auf unserer Messe hier präsentieren können und sind auch stolz drauf, dass der Garten so einen tollen Anklang findet. Wer richtig Appetit hatte, konnte zwischen jeder Menge leckerer Speisen wählen und musste auch auf den passenden Wein nicht verzichten. Für den kleinen Hunger verteilten sich über das Messegelände mehrere Imbissstände. Ja, also meine Firma stelle ich Flammkuchen her, in der klassischen Art, mit Rahmspeck und Zwiebel. Wird jeweils frisch vor Ort hergestellt und mit frischen Teiglingen gebacken. Des Weiteren biete ich an, meine Waffeln auf einem historischen Waffelherd gebacken. Und als drittes Standbein habe ich eine historische Brotbackstube, wo ich gewisse Brotsorten und Rahmflecken und Seelen und Schneckennudel herstelle. So gestärkt stand der Teilnahme an zahlreichen Wettbewerben wie dem Baumstammsägen nichts im Wege. Oh, wir sind der Energiehof Ferrarese. Wir produzieren nicht nur Brennholz, sondern bieten auch land- und forstwirtschaftliche Lohnarbeiten aller Art an. Weiterhin sind wir auch in der Erzeugung umweltneutraler Biomasse tätig. Der Energiehof Ferrarese, unser Name ist Programm. Besonders groß war der Andrang beim 4x4 Rodeo des Autohauses Melter. Wir sind hier auf der Regioschau in Oberderdingen 2012, präsentieren hier uns die komplette Suzuki-Modellpalette, inklusive dem sogenannten Rodeo Drive, wo mal unsere Kundschaft das Offroad-Feeling erleben kann, hautnah live. Die Leopold-Feigenputz-Realschule war derweil für eine Sonderschau zum Thema Energie reserviert. Zahlreiche Anbieter zeigten dort beispielsweise Photovoltaik- und Solarthermieanlagen nebst neuester Wärmetechnik. Weiterhin wurden in mehreren Fachvorträgen damit verbundene Themen von verschiedenen Referenten eingehend beleuchtet. Mein Leistungsspektrum ist eben Energieberatung, Altbausanierung, Baustatik, Bauplanung. Schwerpunktmäßig mache ich Energieberatung. Das heißt also Sanierungen vorzubereiten, aber auch Sanierungen selbst durchzuführen. Energieberatung bedeutet in der Hauptsache eben die BAFA-Vorortberatung. Hierbei wird der Bestand eines zu sanierenden Gebäudes festgestellt. Wir erarbeiten dann Sanierungsvorschläge, Möglichkeiten eben wie man sinnvoll und auch ökologisch und auch wirtschaftlich Energie in Gebäuden einsparen kann. Somit wurde auch in diesem Bereich die Kompetenz regionaler Firmen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und die zweite Regio Schau Kraichgau zu einem vollen Erfolg.